Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris und zur Vereinigten Stellaren Republik. Wir hatten in der letzten Folge die Gefechtsrollen, fertiggestellt. Werden das dazu nutzen, die Sachen hier auch zu verbessern. Dementsprechend werden wir mal damit umgehen. Ich werde hier in den Grenzgebieten nochmal schauen. Was ist denn das hier? Was für ein... Die Commonwealth? Sind die kleiner geworden noch? Nee, okay. Ich werde natürlich nochmal schauen, dass ich so hier in den Grenzgebieten ebenfalls diese Station hier verbessern kann und möchte. Also hier sind keine. Weil... Achso, das ist ja auch kein Grenzgebiet, sondern hier ist unser nächstes Grenzgebiet. Ich werde immer so zu jeder Folge mal immer mal von einem Gebiet, sagen wir mal, die Station hier verbessern. Also, Conviab zum Beispiel. Das werde ich so Step by Step tun. Immer mit euch zusammen. Ja. Hier sind auch richtig viele, die... Ach, die werden schon verbessert. Jo, jo. Da bei den Basen hatten wir ja schon geguckt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir hier das auch gemacht haben. Ich nehme mal an, ja. Weil das ja auch Grenzsysteme sind, in dem Sinne. Genau, sollte das jetzt auch mal gemacht werden. So. Ja, dann gehen wir hier mal weiter. Ja, sagen wir dann hier nochmal, dann in Frayri kann das auch gehen. Hier sind 9, warum eigentlich? Können wir ganz kurz gucken. Das ist ja nicht mehr aktuell, oder? Frayri hat kein Sternenbasis mehr. Deswegen werde ich die mal auflösen hier. Warum kann ich die nicht? Ship upgrades applied. Ja, ich will es auch auflösen. Ich kann es nicht auflösen, ne? Es geht nicht. Ship upgrades applied. Ship upgrades applied. Es geht nicht. Warum geht das nicht? Muss ich die erst upgraden? Ship upgrades applied. Ja, es geht nicht. Jetzt. Oh. Nur so ging das. Entschuldigt. So. Ich will ja auch sparen, ne? Also, es ist, wenn es da nicht notwendig ist, dann behalten wir die da auch nicht. 3 Schiffe. So. Dann nochmal hier. Chakaron haben wir schon. Silui. Das bisschen Schutz bringt da auch nichts, oder? So. Naja. Wie sieht's hier aus? Hier sind 3. Ich werde die mal entfernen. Keine. So, dann hätten wir das ja mal in diesem System gemacht. Hier sind auch 3. Wollen wir die mal rausnehmen und schauen, ob es was bringt? Ja, so. Vielleicht war das auch zu voreilig gemacht. Aber wir schauen mal. So. Hier wäre dann erstmal alles gemacht, glaube ich. Barnard Star gucke ich mal ganz kurz. Sind hier welche auch nicht? Convia sollte was sein. So, dann passt das. Und wir schauen weiter, ihr Lieben. Ship upgrades applied.
nehme mal diese Meldung raus. So. Entschuldigt. So. Dann passt das hier. Und wir gucken weiter. Auf der Erde wird der Rest nochmal gemacht. Ebermakus und so nicht. Aber wir sind auf dem Merkur und... im Alpha Centauri System mal schauen. Wir hatten ja hier also quasi die Hauptstadt von dem System ist ja hier in der Mitte. Und hier ist ja eine Bergbaustation. Das haben wir entschieden. Hier haben wir gesagt, eine Handelsstation. Mal eine weiter. Hier dann gesagt eine Industriestation. Hier erneut eine Bergbaustation. Hier erneut eine Einigkeitsstation. Okay. Und hier eine Forschungsstation. Station, Einigkeit, zwei Einigkeit, zwei Forschung, ne? Merkmal, nicht Forschung haben wir hier gar nicht. Ja, dann lassen wir das mal so. Senatssitzung, neutrale Verteidiger. Nee, das will ich nicht. Was soll denn das? Ich werde hier mal Folgendes tun. Oh, das will ich nicht. Oh Gott, ständig diese Geschichten hier. Ich versuche es mal zu verhindern. Bin dagegen. So. So, die Reichshauptstadt wird jetzt nichts mehr machen können. Also, Zivilunternehmen. Also, die Bevölkerung nimmt hier jetzt auch ab. Gebäude ist zerstört. Reparieren können wir gar nicht. Kann ich es nicht löschen? Zivilunternehmen ist zerstört. Okay, dann ist es so. Ich sehe gerade, ich muss ein bisschen Stuff einkaufen. Kaufe ich mal so ein bisschen Industriegüter. So, die Frage ist jetzt natürlich, es gibt jetzt neue Wahlen, okay. Ob man denn also hier behalte ich das jetzt so bei. Wobei, wir müssen mal überlegen. Guck mal, wir haben hier einmal eine Einigkeitsstation, dann eine Handelsstation, eine Bergbau. Bergbau, klar. Dann haben wir zwei Industriestationen. Eine, zwei Einigkeitsstationen, eine Forschungsstation. Okay. Okay, alles klar. Das bleibt eine Forschungsstation. Dagoro wurde zum Präsidenten gewählt. Der vorige Gouverneur von Nartigir.
Ich schaue mal ganz kurz. Planeten und Sektoren. Okay, wer soll Nazi regieren? Das könnte mal hier Rovan Garland machen. So. Ja, jetzt, so kann ich das hier nicht entfernen. Das nervt doch hier. So. Naja. Okay, sehr interessant. So. Wir müssen jetzt Folgendes tun. Wir haben jetzt einen neuen Herrscher. Das ist der Präsident Dagoro von den Tibir. Ich will mal gucken, wo die Tibir eigentlich herkommen. So. Es wäre doch mal interessant zu wissen. Spezies. Die Tibir kommen. Wo kommen die her? So, die Tibir sind Molluskoiden und die Heimatwelt Tibri. Genau. Tibri ist deren Heimatwelt. Liegt bei Gunverse Dynamics. Ja, das ist deren Heimat. Also von dort jemand ist bei uns jetzt Präsident geworden. Er ist... was für eine Spezies ist das eigentlich? Also das wollt ihr mir nochmal anschauen. Die Tibir sind... ja, ozeanisch, sind kybernetisch. Diese Spezies hat derart stark auf kybernetische Implantate zugegriffen, dass ihre Mitglieder als Cyborgs betrachtet werden. Okay, sehr interessant. Sie ersetzen ihre organischen Körperteile routinemäßig mit besseren mechanischen Versionen. Sind für ihren Fleiß bekannt, sind stark. Erfahrungszuwachs ist aber gering, sind langsame Lerner. So, wir schauen mal die Fraktion an. Er ist von der Xeno Protection Society. So, Zustimmung. 30% reicht denen nicht, aber die haben am meisten Schnittmengen mit den Democratic Reformern. Also haben die mit 82% hier weitere Prinzipien. Was man jetzt machen könnte... Man könnte Wir könnten fanatisch xenophil werden. Kooperative Diplomatie, wohlwollende Diplomatie. Müsst ihr mal gucken, kürzlich ein neuer Kontakt. Also, es scheint ja hier, die haben ja 100% Zustimmung zur jetzigen. Solange es aktiv ist. Welche Ethik haben die denn? Prozent unserer Ja, sehr interessant. Nö, dann lassen wir das so. Ich frage mich, ob denn der Präsident hier unbedingt muss er ja nicht. Also das passt schon. So, weiter geht's. Er der Hauptstadt und so weiter und so fort. Dann haben wir uns das mal angeguckt. So, die Bergbauwelt. Warum ist das hier eigentlich eine Bergbauwelt? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben hier doch eine Polizeiwache. So. Ja, wir müssen hier mal gucken. Das wird mal ausgebaut.
Brauchen wir dann die Polizeiwache nicht mehr. Wer ist gestorben? Der Gouverneur? Oha. Holen wir mal einen neuen ran. Dann nehmen wir mal den, ne? Planeten und Sektoren. Wurde der eingesetzt? Ja. Ja, ihr Lieben. So. Wir haben ja auch viele Jobs eigentlich, ne? Also es ist schon erstaunlich, dass hier nicht noch mehr Leute sind. So. Mal während wir hier warten, kann ich auch weiter die Grenzgebiete hier verbessern. Also zumindest die Plattform. Aber wir warten ja eh gerade auf Ship Upgrades applied. Movement. Oh. Pliffbluffs zeigen psionisches Potenzial. Oha. Laut unter der Hand weitergegebenen Berichten der Pliffbluff-Republic Behörden haben sich in bestimmten Individuen der Pliffbluff-Spezies latente psionische Fähigkeiten zu manifestieren begonnen. Das muss eine ziemliche frische Entwicklung sein, da wir keine Berichte über Pliffbluffs haben, die jemals irgendwelche psionischen Fähigkeiten gezeigt hätten. Den weitergegebenen Berichten zufolge beschränken sich diese Fähigkeiten vorerst auf eine äußerst kleine Minderheit der Pliffbluff-Spezies. Pliffbluff-Republic-Wissenschaftler konnten dafür mit keiner Erklärung aufwarten. Die Pliffbluff-Bevölkerung innerhalb unserer Grenzen hat in letzter Zeit vergleichbare Veränderungen bemerkt. Was auch immer also mit ihrer Spezies passiert, ist anscheinend nicht auf einen bestimmten Raumbereich beschränkt. Wie eigenartig auf jeden Fall. Das ist sehr eigenartig. Da müssen wir mal gucken. Eigenartige Entwicklung bei den Pliffbluffs, ihr Lieben. So. Wenn wir sehen, was das so auf sich hat. Ja. Hatten wir hier schon gemacht. Schon geguckt. Nee, hier waren wir noch nicht. Dann. Ship Upgrades apply. Das ist auch eine Grenzregion für mich. So, da kommt auch was hin. Ship Upgrades apply. Das zählt nicht als. Doch, das zählt auch als Grenze. So. Ship Upgrades applied. Jawohl. Hier waren wir schon. Hier noch nicht. Und dann hier nochmal in Jurus. Ship Upgrades applied. Perfekt. Ship Upgrades applied. Schauen wir mal hier. Hier waren wir ja schon. Hier noch nicht. Ship Upgrades applied. Dann natürlich hier. Moment. Ah ja, hier. Ship Upgrades applied. Wer ist gestorben? Schon wieder ein Wissenschaftler. Hier nochmal. Ship Upgrades applied. Dann hier. Muss ja alles gemacht werden. Ship Upgrades applied. Niedrige Föderationskohäsion. Ich weiß. Wir versuchen hier ja auch. Das kann doch nicht wahr sein. Also das will ich nicht. Also minus 40% Flottenkapazität? Ne, never. Das will ich nicht. Da werde ich dann mal schauen. Senatswahl plus 226? Ne. Ne, da warten wir noch mal kurz ab. Boah, das ist echt ärgerlich, ne? Also, dass wir da nicht mehr hinkriegen mit unserem Einfluss. So. Shady müsste was kriegen. Shady.
Dann hier. Hier eigentlich auch. Ja, ist auch ein Grenzgebiet. Der Banau auch. So, wir lassen nochmal weiterlaufen. Ship upgrades applied. Ship upgrades. Auch nochmal die Grenze gesichert für hier. Hier kriegt auch nochmal ein Upgrade an der Grenze. Ship upgrades applied. Jetzt auf einmal ja. So. Für hier dann Eldarak. Eldarak hat keine. Warum? Weil das die Grenze mit den T6 ist. Ja gut, dann nicht. Eldarak keine. Lem. Lem, ja. Ship upgrades applied. Warum auch? Ach so, wegen hier. Sora bräuchte eigentlich nicht, aber haben wir trotzdem gemacht. Hier Pulkor. Gerne. Ship upgrades applied. Breg. Hat auch keine. Was war das? So. Breg. Wollmauch. Ja, machen wir mal. Ship upgrades applied. Ekyo. Dann sind wir einmal mit allem Ship fast upgrades durch. Applied. So. Ship upgrades applied. Dann haben wir hier noch was. Hier sind noch ein paar Gebiete. Gerne mitnehmen würde. Ship upgrades applied. Noch mal eine. Hier hatten wir das schon gemacht. Dann haben wir hier was. Ship upgrades applied. Dann hier Witzen. Ship upgrades applied. Und dann noch zuletzt hier. Machen wir auch nochmal die Upgrades. Ship upgrades applied. Dodonam-System auch. Ship upgrades applied. Die Grenzgebiete nochmal sichern. Ship upgrades applied. So, im Prinzip haben wir jetzt auch Ship upgrades applied. Die Erde ist klar. Kamak Perch. Das ist eine Bergbauwelt. Hier wird ja schon Dings bekämpft eigentlich, ne? Die Kriminalität. Deswegen kann das hier eigentlich weg. Ist ja eine Bergbauwelt oder soll eine sein. Ja, dann ersetzen mit Legierungsgießerei haben wir schon. Ist eigentlich auch die Hauptstadt, ne? Machen wir daraus echt keine Bergbauwelt, sondern eine Einigkeitenwelt. Einigkeitszentrum. Wir setzen hier auch gleich erstmal ein Wohnhaus. Und dann gibt es hier auch gleich ersetzen hier. Mit, brauchen wir ein Holotheater? Eigentlich schon, ne? Machen wir nochmal ein Holotheater? Ne, wir haben ja schon ein Holotheater. Dann machen wir hier nochmal, sagt ihr es, Verwaltungszentrum. So, schöne Sache. Und hier dann das zweite Verwaltungszentrum. Und irgendjemand ist schon wieder gestorben. Wissenschaftler, okay. Ja, was haben wir zu viel? Wir haben zu viel Konsumgüter. Und ihr Lieben, ja. Viel Mikromanagement, ja. Das stimmt. Wir wollten ja nochmal mit den Flotten schauen. Das müssen wir auch nochmal in Angriff nehmen. Weil mittlerweile gehen die hoch auf 60. Da müsste man echt mal schauen, was das bedeutet. Deswegen werde ich mal mit der ersten Flotte mal hier hingehen. Und
Ja, wir müssen uns da mal echt Gedanken machen, wie wir das nochmal mischen wollen. Das werden wir dann sehen. Aber erst, ja, ich sehe gerade Staffelende. Also, es wird jetzt nicht mehr weitergespielt, sondern erst, wenn alles gut läuft, Mittwoch. Twitch abends einmal mal vorbeischauen. Wenn nicht, dann die Woche darauf ab Montag wieder in der neuen Staffel. Ich danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.